So Leute, da sind wir wieder zurück bei Feed the Beast. Servus. Genau, wieder mit dabei. Ist da hinten, Saljan, da hinten, da hinten. Da unten ist er. Ja. Auf jeden Fall, wir probieren jetzt gerade mal etwas Neues. Und zwar, wir nutzen jetzt gerade mal ein anderes Aufnahmesystem, sag ich mal. Im Sinne von, wir nutzen eine andere Kommunikation. Mal gucken, ob die besser läuft, ob die sich besser anhört. Irgendwie sowas in die Richtung. Richtig. Was waren wir denn als letztes am Produzieren hier hinten? Ich glaube Eisen, ne? Ja, ich glaube auch. So, erstmal hier ein bisschen essen. Okay, ich glaube, meine Sounds sind ein bisschen leise. Oh, meine auch. Kann durch Skype kommen. Ja, das kann sein. Vielleicht ist es an sich in der Aufnahme lauter, ich weiß es nicht. Auch nicht. Naja, ich höre jetzt gerade selber nichts. Ich hoffe mal, dass man es in der Aufnahme dann besser hört. Das können wir ja gleich kurz eine Pause machen. Ja. Mal gucken. Aber selber ist es echt leise. Ich probiere mal gerade was. Und zwar Mixer. Ja, hier ist es nämlich nach ganz unten gedreht. Ja, dann wird es in der Aufnahme wahrscheinlich lauter sein. Nee, nee, nee. Dann, das ist nicht in der Aufnahme lauter. Ach stimmt, nee, klar. Richtig. So, dann habe ich nämlich jetzt hier, kann ich es hier wieder leise, weil jetzt, ach nee, ist gut. Vom Ton her geht's, hoffe ich mal. So, Folgefuttert. Ach komm, die fresse ich auch mit. Um einfach, weil ich sie hab. Gut, aber dann müssen wir doch gerade noch mal ganz kurz die Pause, die Aufnahme unterbrechen, weil ansonsten schmeißt mich Vize Beast wieder. Wenn ich Ja, jetzt darauf rumspiele. wir gucken jetzt bei der Aufnahme. Ansonsten könnte es auch sein, wenn es scheiße klingt, dass wir nochmal wieder wechseln. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. So. Da sind wir wieder. Jawohl, und es scheint besser zu funktionieren, zumindest meiner Auffassung nach. Gut. Ja, ich höre auch wieder Sounds vom Spiel. Gut. Und jetzt ist es dunkel. Ich würde sagen, legen wir uns direkt mal erstmal schlafen. Richtig. Spätestens hier kann man es ja gucken, wie laut das hier ist. Deo, Deo, Deo. Und ich schlaf genau drüber. Tja, dafür wurde meine Ecke nicht beleuchtet. Ich habe aber einen Chunkloader bei mir dafür. Gut. Was haben wir heute vor? Ich wollte auf jeden Fall mal meine Mauer weiterziehen für mein Bienenprojekt und eventuell ein paar Bienenfarmen gehen. Gott, ist die hässlich. Ja. Nein. Gut, ich werde mich jetzt mal darum kümmern, mal wieder um was Technisches, und zwar, wie man Lava aus der Hölle pumpt. Aus dem Nether, weil viele Leute sich ja beschweren, dass es eben nicht die Hölle ist. Der ist die Hölle. So, dafür brauchen wir erstmal das Wichtigste, und das sind die Tesserakte. Da sind sie. Energy Tesseract, Liquid Tesseract, diese Liquid Tesseract brauchen wir. Dafür brauchen wir diese hier. Dafür brauchen wir einen Liquid Transposer. Dafür brauchen wir Enderperlen. Das wird noch lustig. Ja, und da gucken wir dann, hat man dann gesagt, hat man zusammen später danach gucken, wenn Nacht wird, dann bei der nächsten Nacht, ob wir ein paar Endermans hier kriegen. Das Ding ist das. Maschinenframe. Eisen, Gold, Glas. Okay, das ist easy. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Spinne geschlagen. Oh, sehr gut. Spinnen gehören geschlagen. So, Eisen. Was haben wir hier noch? Haben wir noch Glas? Nee. Haben wir hier noch Glas? Nee. Ah, hier. Wo haben wir denn noch Glas? Wir hatten noch nicht so viel Glas. Kann sein, ich weiß aber nicht, wo hin ist, wenn wir noch so viel hatten, laut Ja, dir. hier. Ich hab's gefunden. Juhu. So, wie war das jetzt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube so. Da haben wir einen Maschinenframe. So, mit dem Maschinenframe. Okay, das ist jetzt blöd. Ein Eimer, Glas, Copper und einen Redstone. What the fuck? Redstone haben wir hier. Eins, zwei. Ah, hatte ich sogar noch bei mir in der Tasche.
Ja. Bei mir geht nämlich da hinten dieses View echt tierisch auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht cool. Einen Eimer habe ich sogar dabei, aber den würde ich jetzt gerne erstmal für was anderes kurz benutzen. Und danach kann ich den Eimer da reinballern. View. View. Genau das meine ich. Dieses View. View. Also gucken wir, dass wir mehr Energie hinkriegen. Will ich auch mal gucken, ob wir direkt einen MFSU bauen. Weil ich weiß nicht, wie hoch die Energie ist, die dabei rumkommt, und nicht, dass uns die Dinger in der Reihe um die Ohren schlagen. Wäre interessant. Auch, nee, Ansichtssache, sag ich jetzt mal. Was ist hier drunter? Sand. Sand und Sand. Okay. Ups, ich glaube, jetzt habe ich oben wieder. Ich glaube, hier sind wir zu hoch. So. Egal. Und wieder Wasser holen. Ach ja, gut, dass es hier unendliche Wasserquellen gibt. Ich stelle mir vor, das wäre nicht so. Wäre es ja wie bei Lava. Total ätzend. Hab. Ja, so, jetzt mache ich hier einfach zu. Und dann ist die erste Bienenfarm soweit. Fertig. Ja, zumindest halt das, wo dann die ersten Bienenkörbe drauf aufgestellt werden können. Sieht zwar nicht schön aus unbedingt, da kann man dann später irgendwo mal wegen Feinschliff oder so gucken. Und, fängt das Ei an zu brodeln? Das müsste jetzt eigentlich anfangen zu brodeln gleich. Warte ich jetzt mal kurz drauf. Komm. Brodel! Du musst doch, glaube ich, für das Soundcraft ist das, ne? Ja, ja. Musst du, glaube ich, den Kessel umändern. Der wird, glaube ich, umgeändert noch irgendwie. Es ist nicht der Standard-Wasserkocher, glaube ich. Oh, ich merke es gerade. Ach, ich muss da noch mit dem... Zauberstab drauf, ne? Ja. Gibst mir das Wasser mal wieder? Dann eben nicht. Wo haben wir denn meinen Zauberstab? Der Zauberstab ist hier hinten in der Ding. Mit 50 Fisch. Oh, da fällt mir gerade ein, ich muss mal unsere Turtle wieder zum Laufen bringen. Die ich ja irgendwo abseits angebracht habe. Und Brodel, Brodel! Ich stecke erstmal kurz den Zauberstab wieder weg. Da. Man kann ja direkt mal gucken, ob sie irgendwas Interessantes gefunden hat. Er brodelt. Der bleibt nicht hübsch. Hey, dass sogar ich sowas mal weiß, ne? Ja, ich bin schon begeistert. Also ich hätte jetzt nicht dran gedacht. Zufall. Oh, du wolltest einen Enderman haben? Ja, Enderperlen vor allem. Da ist einer drin. Viele, wie es geht. Ja, den bekämpfe ich. Wo ist er? Da unten bei unserer Turtle. Da sind zwei. Wo ist bei denn unsere Turtle? Zwischen Baum und Haus. Zwischen dem einen gepflanzten Baum von uns. Wo ist denn unsere Turtle? Ach, da. Stimmt. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Du hast den hier irgendwo an die Seite. Hast du die rausgeguckt? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hä? Ich kenne mich in unserem Haus nicht mehr aus. Das ist alles so neumodisch. ach, hier irgendwo dazwischen war es. Genau, ich erinnere mich. Ich komme. Ich komme zum Kämpfen. Hast du ein Daimadia-Schwert? Jo. Perfekt. Da. Bam. Und... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Mit dem Rücken zur Wand. Hä? Daneben nicht. Komm schon. Komm schon. Stirb. Stirb. Danke. Oh Gott, jetzt kommt ja der große Papa. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Irgendwie scheint hier eine Höhle irgendwo zu sein. Ja, scheint so. Oder er ist oben. Irgendwo sind sie. Oh stimmt, wir kommen wieder hoch. Warte, ich habe ein paar Steinchen mit hier. Es klingt so, als wäre da oben. Moment. Going to fight him. Wo ist er? Da ist er, da ist er. Da war der Kleine. Der ist wirklich hier oben. Aua. Und der Große hat mich. Wunderbar. Jo, hat eine Enderperle. Perfekt. Ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal... zwei Große. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Stirb. Enderman. Komm schon. Okay.
Und die nächste Pferde. Und ich habe auch eine. Perfekt. Drei Stück haben wir jetzt hier rausgezogen. Perfekto. Brauchen davon halt schon einige. Diese doofen Portale da. Gut, ich habe jetzt das Wasser rübergesetzt. Jetzt kann ich den Eimer auch ganz gut verblasen. Ja, jede Menge Cobblestone. Und 50 Kohle, 30 Eisen. Oh, das ist nicht 11 schlecht. Kupfer. Das ist auch nicht schlecht. Oh, aber mehr auch nicht. Doch, hier 5 Bernsteine noch. Yay, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wofür die Bernstein da ist. Oh, und ich bin voll. Weil ich muss ja nochmal runter die Kiste jetzt neu anbringen. Das Skelett. Ist das beim Aufnehmen nicht schlecht voll zu sein? Es soll Leute geben, denen gefällt sowas. Besoffene Let's Player. Oh ja, oh ja. Drunken Streams und so ein Scheiß. Ach ne, Copper ist ja nicht gleich Bronze. Haben wir überhaupt noch Copper? Da hinten drin, glaube ich. Und? So, Eisen. Na komm schon her. So, das ist die Kiste. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier irgendwie eine Möglichkeit auch finde, dann ohne Probleme da gleich dran zu kommen. Ich kann Copper. Was siehst du, Copper? Mhm. Ich habe 11 im Inventar. Ja, Copper oder Copper-Ohr? Copper-Ohr habe ich. Copper-Ohr haben wir auch noch hier. Gut, das funktioniert. Ja, ich wusste doch, dass ich auch noch irgendwo Fackeln habe. So. Wie ist denn der Füllstatus? Wie war denn das nochmal? Wie viel? Ist ein bisschen wenig, glaube ich. Nehmen wir dann das, was er an Kohle gemeint hat, kann er dann auch gerne mitnehmen. Okay, dann baue ich uns schon mal 2 von diesen Tesserakten. Ja, das ist schon mal ein bisschen was immerhin. Kiste ist leer. Und Zinn und Glas. Okay, ah ne, das ist anderes Glas, wa? Was ist denn das für Glas? Hardened Glass kriegt man aus Lead Ingot, aus dem Induction Smelter. Und Pulverized Obsidian. What the fuck? Pulverizer. Haben wir einen Pulverizer? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob das als Pulverizer gilt. Guck ich mal. Pulverizer. Nee, Pulverizer haben wir nicht. Okay. Egal. Ignorieren wir, bauen wir erstmal den das Teil, was wir zum Befüllen. In die Programmliste? Programm. Mit S. Programms. Programs. Ja, genau. Ja, das war ja Excavate. 2 Copper habe ich. Wunderbar. Excavate, da. Excavate. Aber wie viel hatte ich hier gesagt? 20 oder 25? Ich weiß es gerade nämlich nicht mehr. Ich auch nicht, musst du halt nachzählen. Ja, mache ich gerade 1, 2, 3. 1, achso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alles klar, 20. Marienframe. Davon haben wir einen. Was wollten wir jetzt? Liquid. Nee. Liquid Transposer, genau. Das Teil will ich jetzt bauen. XK. Warte. Warte.